Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Darkcraft 2 Legacy of the Void. Wir haben jetzt mal den ersten Kontakt mit den Protoss gehabt, also quasi Protoss mal wieder selber gespielt und ein paar Protoss befreit. Meine Streitkräfte haben einen Ort in der Nähe der Tempelanlagen gesichert. Wir sind bereit, gegen die Tal'Darim vorzurücken. Uns steht eine wahrhaft ruhmreiche Schlacht bevor, Bruder. Alles klar, okay, jetzt wird hier mal angezeigt, die Kampagne abschließen. Oh, jetzt wird tatsächlich mal angezeigt, was für Errungenschaften es gibt. 3500 Vespingas sammeln, okay. Das auf normal ist ja in Ordnung, beziehungsweise interessiert mich ja nicht. Der Tempel von Eris. Hinter diesen Jahrtausende alten Mauern ruht unsere letzte Hoffnung. Tal'Darim, riegelt den Tempel ab! Lasst niemanden herein, bis mein Werk getan ist! Jeder, der sich meinem Befehl widersetzt, wird mit seinem Blut bezahlen! Der Hochlord der Tal'Darim ist hier. Das bedeutet nichts Gutes. Dies ist nicht die einzige Schwierigkeit, Ceratun. Diese Welt steht kurz vor dem Untergang. Die Vespingas-Vorkommen unter der Oberfläche sind instabil. Der Planet wird immer wieder von Eruptionen erschüttert. Diese Spalte sind die letzten verbleibenden Quellen an Vespingas. Wir werden uns zu ihnen durchkämpfen müssen, um genug Ressourcen für eine Armee zu sammeln. Ich hoffe, dieser Tempel ist dies alles wert. Ja, schauen wir mal. Okay, jetzt gibt's aber erstmal hier ein paar neue Drohnen. Ich bin die Stimme der Finsternis. Sehr hey. Ich glaube, dann brauchen wir erstmal eine Menge Berserker. Die kosten ja kein Vespingas. Ceratul, der Druck des Planetenkerns steigt kontinuierlich. Mit dieser Anzeige könnt ihr den seismischen Druck im Blick behalten. Macht eure Truppen bereit vorzurücken. In Kürze wird sich ein Spalt auftun. Mhm. Ach, du bist aber nur in Phase. Ich dachte gerade, das wäre Dings an sich. So, gib mir doch mal hier Dings raus. Ach, oder kommt dann erst wieder eine neue Dings, eine neue Ladung? Einheiten, wenn der seismische Druck dann so weit gestiegen ist. Ganz wie ihr wünscht. Hm, da muss ja sicher irgendwie Leute da stehen haben, wie es aussieht. Den mal gerade weg. Das war doch relativ verlustreich gerade. Ihr seid auf mich angewiesen. Wir können aber hier noch mehr holen. Ja, ja, das wird schon noch irgendwann. In diesen Bereichen öffnen sich Spalten. Wir müssen schnell vorrücken, um das Vespingas einzusammeln. Im Namen der Rache. Na, hier auch schon? Nee. Ganz wie ihr wünscht. Ach so, ich muss dann hier unten rum, wie es aussieht. Heraku. Ihr müsst zusätzliche Kanonen bauen.
Alles klar. So, möchtest du mal kurz was bauen? Ich bin das Herz. Energie bei 100%. Okay. Kalibriere Linsen. Ah, Xardas. Ist, also, müsste, wie heißt der nochmal? Wir sind eins mit den Schatten. Bodo irgendwas, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann sammeln wir doch mal. Nun gut. Sehr weise. Im Namen der Rache. Da oben war schon das nächste Ding wieder. Nächste Runde. Könnt ihr auch ein paar Hetzer schon mal hinsetzen. Wo ist mein Baukollege? Da. Schmiede haben wir wohl noch keine. Nö. Ich bin die Stimme der Fekalt. So, weiter geht's. Da haben wir schon ein bisschen aufgeräumt. Mal gucken, was wir da noch alles zerlegen können. Hier geht es ja wahrscheinlich auch noch weiter. So lasst unsere Feinde. Nur mit eurem Tod könnt ihr für eure Sünden sühnen. Dann gehen wir halt hierhin. Die Tal'Darin bauen diese Gesteinsformationen ab. Ja, ich registriere ungewöhnliche seismische Aktivitäten an diesen Stellen. Irgendetwas Wertvolles muss dort verborgen liegen. Wir sollten das näher untersuchen. Der dunkle Gott hat keine Verwendung für euch. Ihr seid es nicht wert, weiterzuleben. Ja, ja. Wieso lauft ihr eigentlich da durch? Das macht überhaupt keinen Sinn, Kinas. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ich muss sagen, mit den Zerg war es angenehmer. Die waren schneller und... Also gut, das heißt, ich muss auch hier langsam mal an Verteidigung denken. Alles klar. Mir geht hier echt öfter mal die Armee flöten, merke ich. Wieso das mit den Zergen überrennen war besser. Aber ich sollte vielleicht aufhören, die ganze Zeit die Spiel- und die Spielweisen vor allem zu vergleichen. Ich zerlegt es ja schon ziemlich. Ja, ich glaube, ich hätte einen neuen Warpknoten bitte noch. Wir sind ein. Dann brauchen wir deutlich mehr Mineralien. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht mal was reißen können, so langsam. Da hätte ich auch nicht unbedingt das nehmen sollen, was so unglaublich weit weg ist. Ich registriere eine weitere Eruption. Die Stellen, an denen sich Spalte bilden, wurden markiert. So. Ich bin hier in den Schatten. So, da wäre gleich wieder was. Im Namen der Rache. So, könnt ihr schon ein bisschen was reißen? Dann nehmen wir mal hier Nummer 1 auseinander. Ah, cool. Ah, ein natürlicher Vespin-Gasschacht. Ich werde das Gas mit Hilfe der leeren Suche aus dem Orbit extrahieren. Jetzt haben wir
Zumindest eine kontinuierliche Quelle. Okay, dann warte ich hier gerade mal. Dann können wir die beiden gerade noch einsammeln. Sehr gut. Dann baust du mal Berserker und du baust Hetzer. So. Alles klar. Wir haben nicht mehr allzu viel Geld übrig. Ja, dafür reicht es aber noch. Komm, noch eine Roboterfabrik. Mein Leben für Ajur. Ja, ja. Dann will ich mir das unten aber erstmal noch holen. Von wegen natürlicher Druck. Da muss ich wahrscheinlich hier rüber. Hallo, Tal'Darin. Benötigen Unterstützung. Oh, den Phasenleiter zerlegt es aber leider gleich. Ganz wie ihr wünscht. Dann sammelt euch mal gerade da. Ich bin hier in den Schatten. Templerarchive. Ja, setzen wir mal gerade dahin. Kannst du noch ein paar Pylonen hinsetzen hier. Und danach... Oh ja. Ja. Bin ich ja gerade auf dem Weg. Das möchte ich mir gerade holen. So, machen wir euch noch Blatt. Ich glaube, die sind noch nicht so gut aufgestellt, die Kollegen hier unten, wie es aussieht. So, Nummer 2. Wir sind auf einen zweiten Schacht gestoßen. Die seismischen Werte legen die Vermutung nahe, dass sich noch ein weiterer Schacht auf der Oberfläche befindet. Mhm. Serratul, ich registriere eine weitere Eruption. Die Stellen, an denen sich Spalte bilden, wurden markiert. Jupp. Mein Leben für Ajur. Dann komm. Ich bin hier in den Schatten. Schaltet hier das Zeug mal aus. So, Phasengleiter gegen Phasengleiter. Wir haben allerdings halt noch ein bisschen Unterstützung. Mein Leben für Ajur. Und ein paar Hetzer. Ich bin hier in den Schatten. Und ihr könnt dann hier mal weiter aufräumen. Das geht aber tatsächlich ganz gut. Die Armee schwindet zwar immer wieder. Ich brauche halt, ja, ich denke mal, so langsam kriege ich dann auch meine Leute mal zusammen. Dass ich dann die Übermacht habe und das hier alles mal weghauen kann. Jetzt auch gemütlich mal sammeln. Ich bin hier
So, dann fröhliches Aufsammeln. Ich glaube, da oben muss ich mich erst noch durchprügeln, wie es scheint. Ja. Im Namen der Rache, was ist euer Begehr? So, dann ist es aber wieder auch vor allem Zeug, um Gebäude zu bauen. Kriegt ihr das hin? Helft mal gerade. Durchgeführt. Sehr gut. Mein Leben für Ajur. Der Kampfesruhm wird unser sein. Oh, seid ihr schon vorgeprescht? Okay. Faszinierend. Ist halt auch okay. Ich bin hier in den Schatten. Ist halt auch okay. Hier gab's die Immortals, oder? Ja. Ich glaube, langsam wird die Armee ein wenig überlegen. So, da mal bitte weg. Nun gut. Wir bleiben im Verborgenen. Ich bin. Zack, zack, zack. Nein, 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 nein. Ja, das ist mit dem Angreifen, dass halt auch Gegner oder unsere Einheiten angreift, wenn ich mich mal kurz verklicke. Wie gesagt, da gehen halt auch eine ganze Menge Leute drauf. Beziehungsweise Protoss in dem Falle. Aber wir kriegen jetzt ja auch einen Nachschub soweit. Hört bitte damit auf. Das gehört sich nicht. Ein Ausbruch steht kurz bevor. An diesen Stellen werden voraussichtlich Spalte entstehen. Mhm. Faszinierend. Den oben hole ich mir dann später. Ganz wie ihr wünscht. So, wir könnten noch neue Phasengleiter machen. Dann mache ich mir noch 3 Stück. Kolosse wären auch cool. Naja. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, ja. So. Mein Leben für Ajur. Wie ihr befehlt. Upgrade durchgeführt. Dann mal los. Ich glaube, wir können. Ja, hier runter können wir. Wir bleiben. Der Hochlaut verlangt euer Blut. Ich befürchte, dieser Wunsch wird ihm verwehrt bleiben. Ach, die haben auch schon Kolosse. Ich will die ganze Zeit immer heilen. Aber ich habe auch gerade die Zerg-Kampagne abgeschlossen, von daher. Deswegen, wie ihr befehlt, vorerst. So, zack. 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 Mehr davon? Nun gut. Sehr. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Erneut dienen. Das ist ja super.
Kinders, ihr haut ja echt einiges hier raus. Hervorragend, Zeratul. Die Lehrensuche beginnt jetzt, Vespingas aus allen drei Schächten abzubauen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Hey, mein armer Protoss, lass den doch mal in Ruhe. Ich hab durch eine Basis durchgelatscht, oder? Na komm, dann legen wir die Basis noch gerade. Ja, wie gesagt, taktisch klüger wäre es tatsächlich gewesen, hier ein bisschen mit den Einheiten zu sparen. Aber ich spare halt nicht so wirklich. Lasst unsere Feinde unsere. Gut, was müssen wir halt alles mit Berserkern plattrennen? Ihr seid auf mich angewiesen. Habt ihr es zerlegt? Schön. Im Namen der Rache. Ich bin die Stimme der Finsternis. Prismakern online. Ganz sehr gut. Das können wir dann auch zerlegen. So, das noch schön wegbrennen. Jawohl. Und dann haben wir alles. Sehr gut. Klappe, klappe. Will ich die Basis wirklich zerlegen? Ach ja, komm. Warum nicht? Zerlegen wir einfach mal die Basis noch schnell von denen. Ich hätte aber auch, wie gesagt, ich finde die cool von der Farbgebung, aber man sieht direkt, dass es die Bösen sind. Rot, schwarz. So, da habt ihr ordentlich zerlegt. Sammelt euch mal alle hier. Ich sorge schon mal für Nachschub. Diese haben wir soweit aufgestellt. Ach ja. Es ist zu einem weiteren Ausbruch gekommen. Ich markiere auf der Karte, wo sich Spalte auftun. Unsere Truppen haben den Tempel fast erreicht. Wir sollten unsere Krieger sammeln und mit vereinten Kräften zuschlagen. Ja, bin ich ja auch dran. Warte mal, ich ziehe euch mal gerade ein bisschen raus. Und herkommen bitte. So, dann werde ich das immer die Leute hier noch ein bisschen einsammeln oder sammeln, bevor es dann losgeht. Und ja, bisher sieht es ganz gut aus. Wir können noch ein paar Portalkleider machen. Mein Leben für Ajur. Kalt ist die Leere. Ich weiß, ich sammle die Sachen vorher noch auf. Ich glaube, ich sammle die Sachen vorher noch auf. Und dann geht's auf zum Angriff. Na, ich warte schon. Ich warte schon ganz gespannt. Mein Leben für Ajur. Kommt. Ganz wie ihr wünscht. Alle mal herkommen, bitte. Brechen direkt die Frames weg. Oh, habt ihr was mitgebracht?
Ja, ja, es ist Plus. Was ist euer Begehr? Ist mittlerweile mal gereicht, so einen Immortal herzustellen? So ein... Ja, hat es, okay. Ein Leben für Ajur. Ich habe ja kaum noch Platz für Pylonen. Kalt ist die. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, die werden ja gerade gebaut. So, dann sammelt euch und dann... Oh, da haben wir noch Dings vergessen. Nun gut. Dann können wir schon mal loslegen. Ganz wie ihr. Gebt alles, was ihr habt, und der Tempel wird uns gehören. Jawohl. Vorwärts! Für Ruhm und Ehre! Ja, die Phasenglatter sind nicht schlecht. So, mal die ganzen Lufteinheiten weghauen. Erneut dienen. Prismakern online. Ja, ja, kommt alle her. So, dann zerlegt man hier die ganzen Gebäude noch bitte. Keine neuen Einheiten mehr produzieren, die uns den Rückfallen könnten. Ach, ich habe schon angefangen, hier dran rumzuknabbern, ne? Oh, der ist schon fast kaputt. So. Ja, dann schaut euch das da drin doch mal an. Okay, die, ja, oh, wir haben sogar alle Nexen vernichtet. Ja gut, wir sind ja auch alle jetzt komplett durchgerannt. Insgesamt 5000 haben wir eingesammelt, sehr schön. Das lief doch schon mal ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.